Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Podia. Stellen wir mal hier was zu essen. So, ja, die anderen machen, glaube ich, gerade erst Mittagspause von so ein paar Spenden, was sie bekommen haben. Haben die jetzt erstmal in Changu so einen Rachen geworfen. Also eigentlich, wenn man für die Kirche spendet, spendet man für Changu. So. Nur, dass Changu ja eine Gegenleistung eigentlich dafür erbringt. Ja, jetzt nicht so unbedingt. So. Aber da ist schon wieder eine richtig fette Fliege. Aber das ist dieselbe, glaube ich, die mich hier in der ganzen Zeit nervt. Die sitzt dann entweder draußen oder die lebt nicht mehr lange. Oder es lässt mich in Ruhe, aber das glaube ich nicht, dass sie da Bock drauf hat. So. Kannst du keine Homeoffice machen? Das wird es nicht besser machen. Also erstens habe ich meinen USB-Stick nicht mehr genommen. Zweitens ist die Buchhaltung, die ich machen muss, per Hand. Also ich kann die jetzt leider nicht am PC komplett machen. Und ja, ich sollte auch irgendwann mal im Büro erscheinen, weil ansonsten kriegen die doch Anfall, wenn ich nieder bin. Aber ich glaube echt, dass ich morgen so gut wie allein da hocke. Ich denke, unser einer Azubi, der morgen da wäre, der ist krank, weil der immer krank ist. Also der ist gerne mal krank. Ich denke, der ist halt einfach mal morgen krank. Und dann bin ich schon mal allein in der Gruppe. Dann die andere Gruppe wird nachmittag heimgehen. Einfach, weil es so warm ist. So, dann bin ich die Einzige im Büro. Und wenn ich Pech habe, darf ich auch noch die Azubi-Arbeiten machen. Das sage ich dann wirklich, dafür bin ich nicht zuständig. Also, wenn irgendwer echt auf die Idee kommt, dass ich Azubi-Arbeiten machen muss, dann sage ich, ich bin nicht zuständig dafür. Dann sage ich geheim, ich mache Homeoffice, ihr könnt mich mal. Also, wenn wirklich mich morgen irgendjemand mit sowas nervt, dann gehe ich heim. Dann sage ich, ich baue Überstunden ab. So. Jetzt müssen wir das ein bisschen ändern, was wir hier herstellen. Nach Holzkohle wollte ich da haben, ja. Aber ich hätte echt Bock, da morgen einfach zu sagen, so, ihr könnt mich alle mal. Weil ich sehe es halt echt so, dass ich morgen die Einzige bin, die da ist. Und dann heißt es so, ich muss Azubi-Arbeit machen. Aber ich habe keine Ahnung mehr von diesen ganzen Azubi-Sachen, weil das inzwischen so umgestellt wurde und so vereinfacht wurde, dass man das nicht mehr so macht, wie ich das damals vor 6 Jahren gemacht habe. So lange ist das schon wieder her. Ah ja, also wirklich, also ich hoffe einfach mal, dass das morgen recht human wird, dass unser Azubi sich entscheidet, da zu sein. Oder die wohl nach mir ausgelernt hat. Weil dann kann keiner sagen, dass ich irgendwas machen soll. Aber ja. Ich möchte euch ja nicht mit meiner Arbeit hier voll fressen. So, Zinsierung kann einfach mal weitergemacht werden. Machen wir dann noch die nächste Schweißstelle, würde ich fast sagen. Carbonstahlbahn. Einmal aufbauen. Okay, wir haben fast 30.000 Geld. So, jetzt ist es halt eh nur noch die Frage, wie lange das Ding da braucht. Bis 21 Uhr habe ich ausgerechnet, gell? 20 habe ich, habe 4 Stück brauche ich noch. Ja, 21 Uhr. Gut, was machen wir dann den ganzen restlichen Tag so schön ist? Wir könnten Gast ein Buch vorbeibringen, da haben wir sicher noch eins. Ein Buch. Wir haben da noch so eine Mütze von so einem Soldaten. Die kommt da aber nicht rein. Irgendwo haben wir eben so ein Buch. Nein.
Wenn du es nicht weißt, haben wir es ihnen auch schon geschenkt. Das kann natürlich auch sein. Oh, schade, ich dachte eigentlich, wir hätten nur eins. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Dann können wir mal schauen, ob wir mit irgendjemandem einfach noch reden müssten, dass die hochsteigen. Ginger zum Beispiel. Komm, wir besuchen die Ginger. Rennt der Orbit. Wir können ihr eine Regenbogen-Limonade mitbringen. Das findet die ja mega geil. Also das ist mega geil für Ginger, mega geil. Also diese Fliege, die regt mich jetzt langsam echt auf. Fliegt ja enorm über mich drüber. So, das könnte schon Ginger sein. Nee, das ist Rose. Da ist Ginger. Hi. Hi. Ja, da waren wirklich Monster in der Ingamine. Stell dir das mal vor. Okay, ja, ich kann da nichts anderes mit mir machen. Mit dir machen. So, die Kira steht da unten. Mit so Spendenboxen. Wollte ich einfach mal Geld reinkippen, um zu schauen, ob die sich anfreunden mit allen. Ja, ich gehe einfach mal nicht davon aus. Beziehungsweise, auch wenn das so wäre, das wäre mir echt ziemlich egal. Dann können wir mal mit der Phyllis reden. Sitzt hier immer so allein rum. Ach ja. Hat es doch, hast du auch alles gesagt, was ich die letzten Tage so bei dir angespart hat. So, wer ist denn der Nächste, wo einfach von nichts zu Kollegen hochsteigt? Nora, aber die hatten wir heute schon. Also ich kann gerne nochmal mit ihr reden. Ach ja, sind das so die Kirchen? Komm, wir spenden mal 100. Oh! Ja, gut. Also es würde wirklich was bringen, wenn man das so spenden würde. Also wenn es an der Freundschaft mit der Lee und der Nora hapert, dann sind wir, glaube ich, bald ihr bester Freund. Also wenn man sich halt so leicht Menschen kaufen kann. Krass. So, jetzt haben wir. Fehlen noch zwei. Also noch eine Stunde und 30 Minuten. Cool. Was könnten wir mal machen? Können wir einen so einen Stein wegkauen? Nein. Ich das einsammeln? Ja. Ja, gut. Eins bräuchten wir dann noch. Und ich sage euch, jetzt wird der da bei uns hochsteigen, aber je, ist eh noch nicht da und das dauert, glaube ich, auch noch ein paar Tage, bis die da ist. Deswegen können wir das ruhig abwarten. Ach ja. Okay, gut. Hey, da ist der Kiva, der ist uns schon unfreiwillig hochgestiegen. Ohne dass ich da irgendwas eigentlich gemacht habe. Ist der jetzt einfach hochgestiegen? So, noch 22 Minuten, bis unsere Kultige der Erde fertig ist. Dann räumen wir das mal weg. 13 Stunden noch, okay, morgen früh können wir hier dann wieder Stahlblatt machen. Und dann haben wir noch mal ein bisschen kultivierte Erde. Und jetzt können wir tatsächlich 6 Stück hiervon fertigen. Ja. Cool. Auf die Bäume warten. Ich warte mal auf die Bäume. Gut, dann können wir eigentlich schlafen gehen, weil dann haben wir eigentlich heute schon alles gemacht.
gehen wir mal schlafen und dann schauen wir mal, vielleicht steht ja auch heute mit vor der Tür, der irgendwas will. Oder auch irgendjemand anders, der was von uns will. Verlassen die Wüstenruinen läuft gleich aus. Damit kann ich leben. Ich habe genügend Geld, um mir einen neuen Pass zu kaufen. Wir kriegen eigentlich das Geld, um uns alle drei Pässe an einen Tag zu kaufen. Jeden Tag von der Handelsgilde. Das ist genau der Betrag eigentlich. Warum Forschungszentrum? 3 Tage. Okay. Ziviltruppe. Okay. Ich kann das jetzt machen, möchte aber nicht. Vielen Dank für die Hilfe des Tunnels. Kannst du uns einen Bohrer bauen? Okay. Der Bohrer. Okay. Industrielle Nähmaschine. Ja, dann bräuchte ich mal den Fischeintopf, kann man ja mal ignorieren. Der bringt 20 Freundschaft. Mint. Also, welcher Auftrag mir da jetzt wohl am wichtigsten ist? Okay, 3 industrielle Motoren, die große Bohrerspitze. Boah, dann kann man schon mal das machen. Achso, den dann brauche ich gar nicht. Ich brauche den Bohrer. Die Motoren und den Rest müsste ich irgendwo rumliegen haben. Ich hier. Du bist erst in 2 Stunden fertig. 2 Stück. Dann bleiben noch 2 hiervon. Hiervon und einen hiervon und von den Stahlhüllen brauche ich auch 2 und dafür brauche ich 2 Rahmen bestätigen und noch mal die 2 Rahmen machen. Okay, danke Lee, dass du so fleißig in unseren Garten vorbeischaust. Beehre uns doch bald wieder. Na, da brauchen wir kleine, da so ein Schaltpult. Dann rennen wir jetzt aber schnell nach oben. Möchtest du meinen letzten Motor haben? Ich weiß nicht, ob es klug ist, seinen letzten Motor zu verschenken, aber hier. Ja, das kriegst du jeden Tag. Natürlich hättest du es nicht von mir erwartet. Okay, wieder mit QQ-Gasse gehen. Ansonsten, was haben wir noch für Missionen? Ah, jetzt kann ich in diese scheiß Mine darunter gehen, was ich nicht tun werde, weil die nicht so schön ist, wie man denkt. Dann schauen wir mal da rein. Punkt 8 Uhr und ich stehe vor der Tür. Die sollten schon eigentlich immer so einen Auftrag für mich extra bereithalten, weil ich so pünktlich bin. Okay, da machen wir wohl das für Toadie, weil das andere ist uns als zu schlecht. Gut. Reingerannt, Auftrag geholt, rausgerannt. So geht das. Gut, da ist Lee unterwegs. Dann nehmen wir doch mal den Auftrag an. Vom Gast. Blau QQ. Natürlich nehme ich den Kleinen mit. Dann QQ. QQ. Komm her. QQ, wir müssen Gassi gehen. Komm jetzt hier raus. Sei ein braves QQ. QQ. Okay, wir gehen wieder in diesen Affentanz hier nach vorne. Ich sehe aus wie so eine Puppe, die ein Problem hat. Okay, und jetzt gehen wir nach da oben. Ja, da kannst du schon mitrennen, gell? Komm mit, QQ. Finde dich einen glücklicheren Ort. Weniger Kilos auf deinen Hüften. Wieder ganz schnell gehen, ja. Komm mit, QQ. So, nur noch eine Station. Und dann haben wir es doch mal schon.
Manche von der Orks sind da vorbei. Ach, die Ziviltruppe. Hatte mich eben gewundert, als ich zugeschaltet hatte, was du denn noch machst. Ja, ich gasse mit so einem fetten Schweinchen. Passiert mal. So, wir fahren am besten mit dem Töff-Töff gleich nach Hause. Wir sind zu Gast. So, ich habe gerade wirklich Sorgen, dass wir vielleicht jetzt mit einem Mint doch noch von Akten die Bekanntschaft erreichen. Weil, wenn wir den jetzt für 20 Punkte im Bohrer bauen, das bringt schon, dann hat er schon mal das Häl die Hälfte mindestens. Dann kriegt er auch noch einen schönen Lachseintopf. Und dann hat er, glaube ich, zwei Herzchen. So, aber wir machen an dieser Stelle mal einen Not kurzen bad. Cut. Und nächstes Mal geht's dann weiter hier bei My Tower Quad. Ja, bis dahin, bye!